Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute mega Bock mit Galoppa zu spielen. Und zwar mit Shiny Galoppa. Ich hoffe wirklich sehr, dass dieses Pokémon so ein bisschen was reißen kann. Wir haben zum Beispiel sowas wie den Psycho Cup oder so, da ist das Ding sehr, sehr stark. Vielleicht kann das aber auch in der offenen Superliga ganz entspannt mithalten. Mein Plan wäre es auf jeden Fall, das einfach mal zu versuchen. Die Führung ist top. Naja, was holst du rein? Okay, du kommst damit rein. Dann habe ich tatsächlich eine sehr passende Antwort. Wir haben beide den Step Body Slam. Aber, Meister, ich resistiere deine Sofortattacken und meine sind im Gegenzug sehr effektiv gegen deine. Von daher, hey, das ist eine sehr, sehr geile Ausgangssituation. Diesen Wechsel kann ich mir eigentlich problemlos holen. Ich habe nur die Befürchtung, dass ich hier einen Fehler gemacht habe, weil du das überlebst. Schaffst du auf jeden Fall noch eine Attacke, wobei ich sagen würde, dass das gar kein Fehler ist. So bekommt nämlich Deoxys weniger Farm. Und ich schaffe definitiv gegen Deoxys noch eine Attacke. Sollte ich dann rauswechseln? Nee, ne? Komm. Du brauchst danach nur noch eine weitere Sofortattacke. Und dann, Kumpel, hast du so oder so mich runtergefahren. Von daher, einfach drinbleiben. In den sauren Apfel beißen, drinbleiben. Und mal schauen, dass man hier vielleicht ein Maybe. Boah, soll ich hier überhaupt schilden? Komm, wir lassen so einen Donnerblitz einfach mal durch und gucken, was du noch hast. 1, 2, 3, 4, 5. Kollege, was ist deine Mission? Bist du hinten nochmal schwach gegen Zubiras? Kumpel, könnte das durchaus sein. Warten wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. So, du hast eigentlich nicht so gute Karten, da ich jetzt noch eine Fee am Start habe. Und Galoppa kommt hier rein und freut sich einfach, Bodyslam des Todes gegen dich zu kämpfen. Denn viermal Feenbrise gleich Bodyslam ist übel krank. Übel krank, man ist so schnell bei der Attacke. So wie Schlaraffel mit Bodyslam. Nur, dass Galoppa mehr Schaden austeilt. Was das Ganze hier ein bisschen schmackhafter macht. Ja, du stärkst dich, aber Brudi, ich resistiere massiv deine Attacken und du hast auch einfach gar keinen Bock mehr. Und Glückwunsch zu deinem Krypto mit den 1500 Wettkampfpunkten. Das, mein Freund, ist auf jeden Fall ein Hingucker und das gefällt mir sehr. Hey, erster Kampf, Team hat überzeugt. Ne? Wir haben die Führung gewonnen, den Wechsel gewonnen und das letzte Pokémon konnten wir ebenfalls noch locker besiegen. Wenn das mal kein Fall von Schere, Stein, Papier war, dann weiß ich auch nicht. Das klingt nämlich ganz danach. Ich finde Wein lecker. Oh, Server sagt, na, Führung ist gut. Was passiert jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich wollte nicht direkt einsetzen. Aber du tust es, das sind Samenbomben. Die werde ich jetzt einfach mal schilden. Und wir gucken, was du dann machst. 1, 2, 3. Drei Attacken hast du. Ich habe tatsächlich mit Mund hier am wenigsten Lust gegen Dings zu kämpfen. Guck mal, zack und zack. Ich habe jetzt 4 Attacken gemacht, zu 5 ausgeholt. Du hast drüben 3 gemacht, das heißt eigentlich eine weitere Attacke und du hast deinen Move ready. Ich will aber nicht den Gleichstand erwischen. Da ich mir leider gar nicht so sicher bin, ob ich den gewinnen würde, setze ich lieber jetzt ein und besiege dich und hol mir den Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Leider lohnt sich tatsächlich hier der Body Slam. Auch wenn er massiv resistiert wird, ist man spammiger und mit Step besser am Start gegen dich. Und dieser Schild ist ziemlich wild. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Crazy. Das ist gerade crazy gewesen. Rauswechseln lohnt sich aber jetzt auch noch nicht.
Und das Gute, meine Freunde, ist einfach nur, dass ich seine Sofortattacken ebenfalls resistiert habe. Ich könnte jetzt mit Zubiris komplett runterfarmen und das machen wir wahrscheinlich auch. Und dann ist es davon abhängig, was zum Kuckuck dein letztes Pokémon ist. Wer weiß das schon? Eine Fee, die auch noch rumcharmt. Und ich setze dann selbstverständlich die resistierte Attacke ein, was aber auch nicht weiter tragisch ist, denn ich will ja nur Schaden bekommen. Also 1, 2, 3, 4. Bam, da kommt die nächste Attacke. Die wird höchstwahrscheinlich von dir geschildert, richtig? Und ich weiß nicht, ob ich noch einen erreiche. Wahrscheinlich nicht. Was natürlich mies ist. Oh, Galoppa. Du bist einfach krank. Dann noch gegen ein Krypto. Und mit dem Angriffswert von einem Galoppa könnte das maybe sogar schon ausreichen. Und das reicht leider nicht. 1, 2. Oh mein Gott. Nein, du schaffst jetzt einfach einen Metrologen. Hoffentlich besiegt er mich nicht. Wie kann man nur so viel Glück haben, mit nicht mal einem vorhandenen KP zu gewinnen? Ist sehr räudig. Bitte geh einfach drauf. Jawohl. Zu Recht verloren, mein Freund. Denn so viel Glück hätte ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht gegönnt. Bin ich ehrlich. Das hätte ich dir tatsächlich nicht gegönnt, einfach mit so einem Fitzel KP zu überleben. Nein, da habe ich was gegen gehabt. Ehrlich, wirklich, muss nicht sein. Muss nicht sein, ich time alles hier gerade, versuche den Kampf zu gewinnen und dann kommst du mir so. Ziemlich frech, aber ich hätte auch gerne Krypto, oder? Volnona hätte ich ebenfalls gerne in Krypto. Maybe spricht da einfach nur der Neid. Dritte Führung zu Beerus. Wie geil ist das denn gerade? Warum ist das so? Oh, hey, hat hier jemand ein neues Team rausgebracht, von dem man nicht weiß? Durchaus möglich, meine Freunde. Durchaus möglich. Sollte ich mir in dem Fall mehr Energie mit meinem Zubiris holen? Oder ist das hier doch richtig, was wir tun? Ich bin mir da gar nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Da ich auf jeden Fall gleich nochmal einsetzen muss, könnte ich theoretisch mir mehr Energie holen, weil wir ja gesehen haben, dass sich das nicht besiegt. Und runterfarmen kann ich nicht komplett. Ich kann mir aber ein bisschen mehr Energie holen, dass ich vielleicht 1, 2, na, ich schaffe keine 2 Attacken gegen Deoxys. Das wird leider nichts. Falls du schildest, kann ich einfach nochmal einsetzen. Ein Schild von dir wäre wirklich, wirklich sinnlos gewesen. Da ich es massiv resistiere, was deine Sofortattacken angeht und ich dich dann theoretisch mit einem Schild einfach gefarmt hätte. Du bist bei 2 Attacken, das heißt 3, 4, 5. 5 Attacken, okay. 6, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh mein Gott, das Volnona nimmt mich jetzt leider hops, ne? Leider muss ich hier einfach mal sagen, dass mein Galoppa nichts aushält. Galoppa hält einfach absolut gar nichts. Schade. Schade, ich will das Pokémon nicht mal schlecht machen, weil ich mag es sehr. Und es hält einfach nichts aus. Du kannst mich gefühlt runtercharmen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, komm, ich setze im falschen Timing ein. Ist mir gerade echt Latten. Ah, ist das mies, Mann. Charm ist echt doof. Irgendwo musst du ja auch einsetzen, aber tust es einfach nicht. Und ich gehe vor dir drauf. Oh, gleichzeitig. Perfekt, Doppelschild ist am Start. Ja, der Charm, ne? Wenn der Charm dich einfach hopp nimmt, dann weißt du Bescheid. Dann ist finito, da machst du halt gar nichts mehr. Ist es mies? Das hat mich sehr getroffen und Volnona müssen wir jetzt auch die nächsten Sets nicht unbedingt wiedersehen. Galoppa, du hältst. Warum? Warum kommt Volnona zurück? Wer kann mir diese Frage beantworten? Ich habe extra nicht eingesetzt, weil ich dachte, du fängst ab. Aber dann hätte ich das doch tun sollen. Gehst jetzt raus. 1, 2, 3. Und die Server sind echt wild am Start, ne? Die sind gerade zu wild. Wie viel Schaden macht Galoppa?
Das geht. Lohnt sich jetzt eine Feen-Dings an Knuddler? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich noch einen Bodyslam schaffe. Wäre schon ziemlich geil. Und ich würde es auch gerne darauf ankommen lassen. Schaffe ich noch den einen? Nein, natürlich kannst du mich passend besiegen. Was echt nicht so cool ist, by the way. Wirklich nicht. Dann wäre ein Knuddler dermaßen effektiv gewesen. Es hätte sich halt mehr gelohnt wegen dem fetten Damage. Und dass du mir hier so weh tust, ist tatsächlich auch gar nicht so geil. Ich lasse mich jetzt drauf gehen. Ich könnte das. Ich gehe raus. Ich könnte das megamäßig bereuen. Und ich hoffe, ich tue es nicht. Ich würde es ungern bereuen. Ich werde das jetzt chillen und einfach komplett runterfahren. Wenn ich diesen Kampf hier mit Energie verlassen kann, kann ich maybe deine anderen beiden besiegen. Eins. Nein. Ei, Karamba, der Wechsel wäre so wichtig geworden, damit ich mit Mundtier gegen Volona kämpfen kann. Und mit meinem Zubiris ganz entspannt gegen dich, Deoxys, Bruder. Aber so? So wird das nix. Da macht mich Schwabbelarm einfach fertig. Schwabbel-Wabbelarm haut mich um. Tentakelärmchen. Ach, Thaddäus. Schade. Egal. Egal. Positiv mit Galoppa ist auch noch erstrebenswert. Wenn das gelingt, würde ich mich tatsächlich auch darüber freuen. Ich hatte auch eine ganze Zeit lang Galoppa mal in der Hyperliga gespielt. Da hat das ebenfalls immens viel Spaß gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken. Na, 1, 2. Du hast halt deine Attacke bei 6 und bei 8, glaube ich. Ne? Von daher mal gucken. Das müsste ein Donnerblitz deinerseits sein. Wenn du den einsetzt, ja, okay, kannst du machen, kannst du bringen. Würde ich jetzt auch einfach durchlassen. Oder? Komm schon, soll ich das respektieren? Ich hasse es, zuerst ein Schild herzugeben. Aber wenn er auf die Attacke aufbaut und dann ködert, hasse ich ihn mehr als die Situation gerade an sich. Das ist natürlich echt uncool. Und jetzt hat er den nächsten Surfer halt auch schon am Start. Aber wird er den einsetzen wollen? Oder was ist seine Devise? Soll ich mal ein Mundtierchen? Komm, why not? Mundtierchen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich werde das jetzt durchlassen und dann mal gucken. Kann ich dein nächstes Pokémon, was du reinholst, mit Schaden treffen? Oh nein, du hast es gut gemacht. Du hast mich gerade gut erwischt, weil ich nicht aufgepasst habe. Da hätte ich tatsächlich drauf achten müssen. Okay, so mein Freund. Natürlich uncool. Und du könntest mir jetzt einfach genau die Attacke drücken, um mich zu vernichten. Okay, Volnona darf rein. Aber auch Volnona wird leider extrem getroffen durch die Geistattacken, die einfach scheppern und wehtun. Okay, die Uhr ist nicht ready und ich wollte gerade draufhämmern, weil ich keinen Knuddler schaffe. Ja, okay, Galoppa, ne? Und ich verliere den Gleichstand. Ich wollte gerade einfach entspannt die Attacke raushauen. Das ist mies, ne? Das ist halt richtig mies. Das heißt, negativ mit Galoppa. Ich hoffe trotzdem, euch hat dieses Video gefallen. Galoppa ist negativ rausgekommen, aber trotzdem hat es irgendwo Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.